Das fasse ich jetzt ja nicht. Holger, was machst du denn noch hier, mitten in der Pampa? Warum bist du nicht beim Kunden? Oh, hallo, Chef. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Ja, das sehe ich, aber du solltest nicht auf dem Weg, du solltest längst am Ziel sein. Guck mal auf die Uhr. Das gibt doch wieder eine ultra miese Bewertung bei Lieferando. Chef, jetzt machen Sie mich aber mal nicht so zur Schnecke. Holger, du hast anscheinend vergessen, dass ich mit meinem Eierservice nicht mehr der Einzige am Markt bin. Die Konkurrenz schläft nicht und sie ist schnell. Ich bin ja selbst schuld. Es war ein Fehler, dich einzustellen. Jetzt bleiben Sie doch mal ganz ruhig, Chef. Dann komme ich halt ein bisschen zu spät. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann?